Schön. Der Demonstrationszug läuft immer noch ein. Das heißt, ich mache jetzt mal kurz die organisatorische Ansage. Bitte alle nochmal den berühmten Schritt nach vorne. Alle einen Schritt nach vorne. Seien Sie sozial, wir brauchen hinten noch Platz. An die Demonstration nochmal die Bitte, auch den Platz hier etwas zu umkreisen. Es gibt sozusagen im Hintergrund auf der Straße, die zum Atomkraftwerk heranführt, noch etwas mehr Platz. Ich kann es jetzt von hier aus nicht beurteilen. Diese schräge Zone von der Wiese, die ist noch relativ frei. Das ist wahrscheinlich unangenehm zu stehen. Aber vielleicht können noch ein paar Leute, die jetzt da oben die schöne Aussicht haben, sozial engagiert nach vorne kommen. Sonst kommt nämlich von den Demonstrationsteilnehmern niemand mehr auf den Platz hier in der Mitte. Also, bitte, gehen Sie in sich und dann gehen Sie nach vorne. Ja, erzähl es mal. Ja, kleine Reaktion, immerhin. Also der Demonstrationszug darf eventuell auch von hinten ein bisschen schieben. Wir sind richtig viele. Wir sind ganz begeistert und ich hoffe, das geht auch Ihnen so. Die Zahlen, die wir haben, aufgrund der großen Zahlen, ein bisschen unsicher, aber 5000 plus. Damit können wir zufrieden sein. Wir machen weiter mit der Energiewende. Wir hören nicht auf. Ich begrüße Sie offiziell hier zur Demonstration. Stelle uns noch mal kurz als Redner vor. Rechts neben mir Monika Knoll von der Energiewende Heilbronn. Mein Name ist Stefan Mendelechler von der BI Antiatom Ludwigsburg. Steckt natürlich noch mehr Initiativen drin, die sehen Sie auf unserer Homepage. Das ersparen wir Ihnen hier. Wir beginnen mit dem Programm. Wir beginnen mit der Zahl der Teilnehmer. Es stehen vor Ihnen vier Reden und Musik. So, und damit ihr die Reden auch gut lauschen könnt und alles aufnehmen könnt, was hier jetzt Tolles gesagt wird, wir haben das aufgeteilt in zwei Rednerblocks. Dazwischen kommt noch mal kurz ein Stück Musik. Das heißt, ihr könnt also alle da bleiben, wirklich die Reden bis zum Ende anhören. Geplant ist ungefähr 15.30 Uhr, dass die Reden zu Ende sind. Dann macht am Auftakt noch mal Musik. Ringsrum hat es Versorgungsstände, Infostände. Und ganz wichtig, was wir glaube ich noch nicht gesagt haben, ist, so eine Veranstaltung kostet Geld. So viele Leute und so viel Mobilisierung. Deswegen, hier sind so fleißige Helferlein unterwegs mit Spendenröhren. Die verteilen auch diesen kleinen Band, Fukushima-Band, den wir extra für heute gemacht haben. Sind Sie großzügig, spenden Sie. Wir machen noch einige mehr Demos, bis wir die Energiewende in der Tasche haben. So, und für all diejenigen, es gibt auch Leute, die der Weg definitiv zu weit ist, zurückweg. Kleine Kinder oder Menschen, die müde sind. Für die haben die Tübinger Freunde ihren Bus nachher bereitgestellt. Der fährt nachher hier oben ab. Die Leute dürfen mit dem Bus zurückpendeln. Alle anderen, die dürfen nachher im Wassergraben vom GKN, also am Zaun direkt in dem Graben und nachher auf dem breiten Radweg zurücklaufen, nochmal über die schöne Aussicht. Und aber es langt euch gut zu Bus und Bahnen. Und jetzt geht das Programm los. Stefan, du stellst den nächsten Redner vor. Der erste unserer vier Redner ist hier durchaus Stammgast. Es ist Herbert Wirth vom Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckar-Westheim. Seit ca. 1995 ist er hier in der regionalen Anti-Atom-Bewegung aktiv. Herbert, bitteschön. Liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, schön, dass ihr heute alle da seid zu einer der größten Demonstrationen, die es in Neckar-Westheim je gab. Unter dem Motto Fukushima Bahn, Atomanlagen jetzt abschalten, finden bundesweit 6 Demonstrationen und Aktionen heute statt. In Frankreich die große Menschenkette von Avignon nach Lyon, in der Schweiz der Menschenstrom gegen Atom. Im 20 Kilometer Radius um das Atomkraftwerk Neckar-Westheim leben über 850.000 Menschen. Das sind 10-mal mehr wie im selben Radius um Fukushima. Im 40 Kilometer Radius um Neckar-Westheim leben viele Millionen Menschen. Die Evakuierten in Japan haben lächerliche
Nein, das glaube ich nicht. Entschädigungen von 6.000 bis 12.000 Euro erhalten. Denn weltweit haften keine Betreiber und zahlen keine Versicherung bei Atomunfällen. TEPCO in Japan ist ein zahlungsunfähiger Konzern. Bezahlen muss der japanische Staat, also die Steuerzahler. Ein Supergau in Neckarwestheim würde je nach Windrichtung verstrahlte Gebiete von mehreren hundert Kilometer Länge hinterlassen. An Langzeitstrahlenfolgen, siehe Tschernobyl, erkranken und sterben dann Zehntausende von Menschen. Unser Mitgefühl gilt heute den Menschen in Japan. Aber wir demonstrieren am Jahrestag, weil wir diesen Atomausstieg bei uns in der Bundesrepublik nicht akzeptieren, wo das GKN2, könnt ihr hier sehen, und weitere Atomkraftwerke noch bis Ende 2022 weiter betrieben werden sollen. Atomausstieg sieht anders aus. Abschalten sofort! Ihr erinnert euch, es begann alles nach Fukushima mit einem dreimonatigen Moratorium. Zeit gewinnen. Eine Ethikkommission wurde gegründet. Gespräche mit der Opposition führen. Und dann beschloss eine Supergroßkoalition in Berlin aus Bundesregierung, aus SPD und den Grünen nur ein Abschalten von 8 Atomkraftwerken als Bauernopfer. Jedoch eine Laufzeitverlängerung für 9 Atomkraftwerke, 6 davon wie das GKN2 von deutlich über einem Jahrzehnt. Was soll das? Wie geht es weiter? Ende 2017, das sind immerhin noch 5 Jahre, gehen gerade 2 weitere Atomkraftwerke vom Netz. Und ich frage euch, was findet vorher noch statt? Vorher in 2013 und 2017 noch 2 Bundestagswahlen. Und dann 2019 soll ein weiteres Atomkraftwerk vom Netz. Und bevor nur eines der 6 leistungsstärksten und ich sage ausdrücklich dazu auch der 6 gefährlichsten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden soll, kommt dann 2021 die 3. Bundestagswahl. Die zugesagten Strommengen mit diesem sogenannten Atomausstieg liegen deutlich über den Abschaltdaten der Atomkraftwerke. Eine neue Weichenstellung ist nach jeder Bundestagswahl möglich. Deshalb ist dies kein Atomausstieg, sondern angesichts der Katastrophe von Fukushima ein Kniefall der Parteien vor den großen Energiekonzernen. Euch nicht über die Diskussion, welche Energiewende in der Bundesrepublik stattfinden soll. Denn der Kern des Ganzen wurde in demselben politischen Paket bereits vor einem Jahr beschlossen, indem es einen absoluten Fördervorrang für Offshore-Windkraft gibt. Dort wurde die Einspeisevergütung hochgesetzt, indem ein Ausbremsen der Windenergie im Land stattfindet durch Runtersetzen der Einspeisevergütung. Und wer baut die Offshore-Windkraftwerke? Vorwiegend die großen Konzerne. Und dafür bekommen sie dann von der KfW-Bank noch 5 Milliarden Euro an Fördergeldern. Und auch vor einem Jahr wurde bereits festgelegt, dass abhängig von den jährlichen Neuinstallationen die Photovoltaik aus
ausgebremst werden soll. Schweinerei. Fakt ist auf jeden Fall für uns, jede Laufzeitverlängerung, jedes Atomkraftwerk, das noch am Netz ist, verhindert eine rasche Energiewende. Und wir wollen sowohl eine rasche, aber auch eine dezentrale Energiewende. Die Bürgerwindanlage in Ingersheim lässt dazu grüßen. Das war eine 10-jährige Auseinandersetzung. Und die rasche Energiewende geht nur gegen und nicht mit den heutigen Konzernen, denn deren undemokratische Monopolmacht muss jetzt beendet werden. Und das gilt auch gerade bei uns in Baden-Württemberg, dem Schlusslichtland der Windenergie der Bundesrepublik Deutschland. Das gilt auch für die grün-rote Landesregierung und ihre Mammutbeteiligung an der Energie Baden-Württemberg. Ein Konzern, der so auf Atomkraft gesetzt hat wie die EnBW, kann in der bisherigen Form nicht weitergeführt werden. Und ihr, die grün-rote Regierung, ist seit die Regierung, die Bürgerinteressen zu verfolgen hat, handelt auch so, es darf keine Konzernsanierung zulasten der Steuerzahler geben. Das GKN-1 in der Gewässtheim ist abgeschaltet, hat jedoch noch ein tödliches Inventar in Form der Brennstäbe und über 20 Kastoren. Das GKN-2 soll noch bis 2022 weiterlaufen, produziert jährlich hochradioaktiven Atommüll von 3 Kastoren. Bereits 39 davon stehen im Standortzwischenlager, genehmigt für 40 Jahre. Und dann Atommüll wohin? 180 Transporte gab es von der Gewässtheim nach Frankreich, nach England, nach Berlin und nach Aarhus. Eine sichere Entsorgung für 1 Million Jahre, die wird es nie geben können. Und die neueste Diskussion zum Thema Endlagersuche als scheinheilige Variante mit Bürgerbeteiligung und transparenter Suche bei gleichzeitigem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, die hilft nur vorzugaukeln, bei einem anderen Vorgehen wäre eine sichere Endlagerung möglich und sie legitimiert somit den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, soll eine Beruhigungspille sein, das lehnen wir ab. Berlin wurde vor 35 Jahren aus rein politischen Entscheidungen Zonenrandgebiet, dünn besiedelt, kein Widerstand. So kann man sich täuschen, so wurde Gorleben ausgesucht. Gorleben muss heute hier und jetzt endgültig vom Tisch. Und wir haben als Anti-AKW-Bewegung eine klare Position zum Thema Endlagersuche. Zuerst wird abgeschaltet. Es darf keine weitere Produktion mehr von hochgiftigem Müll geben. Und erst dann sind wir bereit, über die Lagerung von Atommüll zu diskutieren. Jetzt plant die Bundesregierung sogar wieder die Einrichtung einer Ethikkommission, sichere Entsorgung. Ja, Kommissionen, neue Ministerien und das alles mit einer angeblichen wissenschaftlichen Umwandlung, das hat den atomaren Komplex in der Bundesrepublik und weltweit schon immer begleitet. KIT, Karlsruher Institut für Technologie, welch wohlklingender Name, besser als Kernforschungszentrum. Man vereine das Kernforschungszentrum mit der Uni in Karlsruhe und hat was Neues. Dabei wurde dieses Kernforschungszentrum 1955 vom damaligen Atomminister Strauß gegründet. Das war der, der auch die Atombombe wollte. Und von Karlsruhe aus gingen allen wichtigen atomaren Träumern vorausgeplant mit Steuergeldern jeweils die Prototypen. Betreiber, das Land und der Bund. Aber die wissenschaftliche Begleitung durch die Helmholtz-Gesellschaft
hoch angesehenes Institut bundesweit über jeden Verdacht erhaben. So startete 1960 in Karlsruhe das Projekt Schneller Brüter, ein Rohrkrepierer bundesweit und weltweit. 1961 war dort die Inbetriebnahme des ersten deutschen Atomreaktors. 1971 ging die WHA, also die Plutoniumfabrik, in Karlsruhe in Betrieb. Baggersdorf lässt grüßen. Und 1967 begann die Einlagerung in der Asse. Asse, klingelt was? Ja, die meisten der 126.000 Fässer in der Asse kommen aus Baden-Württemberg. Wurden halt falsch deklariert. War aber die billigste Entsorgungsmöglichkeit für Karlsruhe und die AKW-Betreiber. Was soll's? Und wer hatte dann jeweils die gutachterliche Hoheit darüber? Ja, richtig, die Helmholtz-Gesellschaft. Die Betreiber der ASSE, die Gesellschaft für Strahlenforschung, auch so ein wohlklingender Name, vom Bundesforschungsministerium ins Leben gerufen. Und alle Regierungen, egal wer dran war, hat an dieser Gesellschaft und der Helmholtz-Gesellschaft festgehalten, sie weiter als Gutachter berufen. Bis Atomkraftgegner durch jahrelange Arbeit den Skandal in der ASSE ins Rollen brachten. Und jetzt gibt es halt ein unlösbares Problem im Salzstock der ASSE. Was soll's? Wer zahlt? Die Betreiber? Nein. Die Helmholtz-Gesellschaft oder das KIT? Nein. 2,5 Millionen Euro kostet die Rückholung, sofern das überhaupt noch möglich ist, des hochgiftigen Mülls aus der ASSE. Ein Skandal ohne Ende. Deshalb, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, sollten wir auch heute am Jahrestag von Fukushima und dem politischen Stern eines sogenannten Atomausstiegs in Deutschland den Blick sowohl auf atomare Subventionen wie auch auf die anstehenden Großprojekte werfen. Denn die Bundesregierung mischt über den Euratom-Vertrag in dem Mammutprojekt, Pilotanlage Cadarache in Frankreich, Kernfusionsanlage für 15 Milliarden Euro kräftig mit. Gestartet wurde dieses Projekt mal für 5 Milliarden Euro. Die Kosten sind explodiert. Und wenn die BRD nicht dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr 1,2 Milliarden dafür als Teilzahlung überweist, dann wackelt alles. Und wer mischt da auch mit bei der Kernfusion? KIT in Karlsruhe. Denn die forschen natürlich schon jahrelang wieder an der Kernfusion bzw. an den Reaktoren der sogenannten vierten Generation. Die wollen sogar ihre Anlage erweitern und brauchen neues Bauland, wo jetzt aktuell dort eine Auseinandersetzung in Karlsruhe stattfindet. Wir sagen, Schluss mit der Milliardenförderung, Schluss, Deutschland muss raus aus dem Euratom-Vertrag. Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner auf der Demo hierher, und wenn ihr euch auf dem Rückmarsch umblickt, könnt ihr eines der neuesten atomaren Projekte sehen. Die Deutsche Bundesbahn möchte auch noch weiter Jahre, jahrzehntelang Atomstrom aus Neckar-Westheim beziehen. Ein Umrichterwerk für 46,5 Millionen Euro, befördert aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Die BEB zahlt nur 9,5 Millionen Euro. Schluss damit, abschalten. Wir wollen eine Bahn ohne Atomstrom. Monopolenergiekonzerne und ihren politischen Helfer durchsetzen. Wir wollen eine Energiewende der kurzen Wege, dezentral, bürgernah. Atomausstieg sofort und Energiewende jetzt. Wir machen eine kleine Umfrage. Nicht nur hier wird heute geredet, an fünf anderen Standorten finden heute auch Aktionen statt, und ich habe auch schon Zahlen. Insgesamt sind über 23.000 Leute heute schon unterwegs, so Aktionen wie hier. Und heute Abend wird noch an der Lichterkette und Schafkotter 20.000 Leute erwartet. Also ihr seht, wir passen auf, wir bleiben wachsam. So.
Und als nächstes darf ich euch einen Herrn vorstellen, der schon seit 1977 in Deutschland lebt. Er ist aber Japaner. Er heißt Koichi Mochizuki und er ist Physiker. Und er arbeitet als unabhängiger Umweltberater und Übersetzer für japanische und gemeinnützige nichtstaatliche Organisationen, Universitäten und Unternehmen. Aktuell schrieb er für das Nuclear Information Center in Tokio über den Einfluss der Fukushima-Katastrophe auf Deutschland und Europa. Wir freuen uns, dass er hier heute bei uns spricht. Er war erst vor kurzem auf einer Vortragsreise in Japan und ist an der vollsten der Eindrücke, die er dort erlebt hat. Und ich denke, wir werden von ihm wirklich erfahren, wie es dort aussieht und wir sind gespannt. Bitte schön. Natürlich die Rufe mit lauter. Vielleicht können Sie es ein bisschen lauter, also richtig in das Mikrofon reinrufen. Da wir so viele sind, ist unsere Anlage auch an der Grenze. Vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen entschuldigen bei den Menschen, die weiter hinten sind. Aber ich glaube, Sie versuchen es einfach ein bisschen kraftvoller in dieses Mikrofon. Dann haben alle eine Chance. Danke für den Hinweis, dass es zu leise war. Ja, ich versuche es. 80 Atombomben von Hiroshima. Aufgrund dieser Freisetzungsmenge an Radioaktivität ist damit zu rechnen, dass die Zahl des sogenannten langsamen Todes in Japan, bedingt durch Fukushima-Gau, in 5 bis 20 Jahren bei 76.000 liegen wird. Aus der Erfahrung in Tschernobyl wissen wir, dass die am Schilddrüsenkrebs der erkrankten Kinder erst nach 5 Jahren nach dem Unfall auftauchen und deren Zahl in den darauffolgenden Jahren rapide zunimmt. Heute, nach einem Jahr nach der Katastrophe, sind 80.000 Menschen, die in einer vom AKW Fukushima Daiichi aus nach Nordwesten gerichteten Zone, etwa 20 Kilometer breit und 30 Kilometer lang, wurden noch zwangsevakuiert. Stellen Sie sich bitte mal vor, Stuttgart ist ja nur 30 Kilometer von hier entfernt. Also bei so einem Gau wie in Fukushima muss aus Stuttgart eventuell eine Geisterstadt werden. Diese Zone ist zurzeit bewohnt von angeblich 11 alten Menschen und von verwilderten Nut- und Haustieren. Zweites Thema. Eine erste Bewertung, wie die japanische Regierung mit dem Gau umgegangen ist. Als Bewertung kann man zusammenfassend sagen, katastrophal. Das Schlimme dabei ist, dass die Regierung dem Volk gegenüber Unwahrheiten sagt. Die Liste der Unwahrheiten seit dem 11. und dem 3. bis heute ist sehr lang. Es gibt sogar ein extra Buch, das diese offiziellen Unwahrheiten zusammenstellt.
Die jüngste und eine wichtige Unwahrheit wurde von dem Premierminister Noda selbst Mitte Dezember großmäulig verkündet. Nämlich, die Unfallreaktoren seien hart abgeschaltet. Das ist ein purer Unsinn, weil der Begriff Handabschaltung bedeutet, dass sich der Reaktor im Normalbetrieb befindet und dass die Temperatur des Reaktors den Behälter nicht 100 Grad überschreitet. Die Lage in Fukushima ist aber eine völlig andere als im Normalbetrieb, und zwar die zusammen geschmolzenen Brennstäbe sind durch den Druckbehälter hindurch heruntergefallen, Englisch sagt man Melt through, und man weiß nicht mal, wo sie sind. Dass seine Temperatur nicht 100 Grad übersteigt, ist selbstverständlich, weil der Druckbehälter ja nun leer ist. Das ist überhaupt kein Beruhigung und nicht als Kaltabschaltung zu bezeichnen. Übrigens, wo die geschmolzenen Brennstäbe jetzt sind, wird nun versucht, mittels Tomographie mit der kosmischen Strahlung zu lokalisieren. Durch diese Methode lässt sich zum Beispiel Schnittbild eines Vulkans erstellen, auf dem das Magma zu sehen ist. Deshalb diese Methode, weil man wegen extrem starker Strahlung nicht an die Stelle kam. Drittes Thema. Welche Dynamik sich innerhalb der japanischen Gesellschaft bzw. Anti-Akademien zeigt, aus der auch Deutschland vielleicht lernen kann. Vor dem Fukushima-Gau war die japanische Bevölkerung von dem durch den Stromerzeuger und Energie verbreiteten Bildung beeinflusst. Nämlich, das AKW sei absolut sicher. Sie ist aber durch den Bau aufgeweckt und wissen jetzt, dass es ein staatlich verbreitetes Bürgermärchen war. Das Märchen wurde nämlich schon in den Grundschulen eingeführt. Seit dem 11. Weltkrieg ist die Anti-AKW-Bewegung in Japan wieder neu geboren. Dazu tragen neue Medien und Internet, insbesondere Twitter, sehr effektiv bei. In Japan gibt es insgesamt 54 AKW, in denen zurzeit nur 2 in Betrieb sind. Japanische AKW müssen die jährliche Inspektionen bestehen. Und seit dem 11.3. ist der Druckerfertigung gegen Atomstrom so stark geworden, dass die einmal für die Inspektion ausgeschaltet AKW nicht wieder eingeschaltet werden können. So sind es jetzt nur noch 2 und auf diese sollen bis Mai 2012 also recht bald abgeschaltet werden. Dann wäre der Atomausstieg in Japan vollzogen. Hier möchte ich nur darauf hinweisen,
Erde Mistling, da wird schon die Pro-Atom-Lobby wieder Atomforen um den Atomausstieg gekippt. Das heißt, es ist für uns ein Muss, die Energiewende zu erkennen. Merkel hat insofern Fukushima als Scheingrund genutzt, als sie sinngemäß sagte, wenn in so einem heißen Land wie Japan so ein Atomkraftwerk ist, müssen wir umdenken. In der Möglichkeit spielt es aber gar keine Rolle, ob Japan ein Hightech oder ein Dorfland ist, sondern wichtig ist nur, dass das AKW Vorsicht, sind die Gau unvermeidbar ist, die dann auch in Fukushima passiert ist, wo seit dem Unfall von Tschernobyl in England alle 11 Jahre eingeführt ist. Und fünfmal in 54 Jahren. Und viermal ohne Erdbeben, selbst vielleicht in Deutschland nicht. Auch ohne Erdbeben sind viermal und die auch in Zukunft der Gau wiederholen wird, dessen Häufigkeit mathematisch nach Potenzgesetz also berechnet wird. Falsch ist also, wie Frau Merkel zu sagen, wenn so ein Gau ein Händler ist, müsste diese Logik Frau Merkel scheint aber unbedingt einen Grund für die Umkehr ihrer Atompolitik zu haben. Es ist bevölkerlich in Deutschland sofort, dass Fukushima eine Unkraft gezeigt hat gegen die Atompolitik. So scheint die Zukunft umzugehen, nur ihre politischen Überleben zusammen. Nicht nur die Welt der Atomkonzerne, die kennen den Schulterschluss, die haben internationale Konferenzen, auch die Atombewegung rückt näher zusammen. Es ist schön, dass Menschen aus anderen Ländern hier bei uns sind, weil ich glaube auch wir sollten in den anderen Ländern gehört werden. Hinter mir macht sich wieder die Gruppe auftaktbereit. Ein Musikstück, dann geht es weiter mit den Reden. Das Wacker AKW ins Lied. Entschuldigung, das ist die Wärme. Die Pfeil 1 da und dann zählen wir.
das soll man bitte weiterbilden. Die meisten Stärke sind da. Das ist ein Kanal. Gestern gebrauchen können. Die alten Leute, das machen wir so, ne? Die vor 30 Jahren, ne? Hi, hallo. Nimmst du von uns? Grüßt euch beide hier. Ich hatte eben vom Markt. Ich bin vom Mikrofon zurück, das wird das alles auf dem Kurs. Längere Laufzeit ist ein Verbrechen. Schluss mit dem Geschwitz, stillig jetzt, Eomoldechen. Was nützen uns denn die Wahlen? Die schützen uns nicht vor Strahlen. AKWs am AD, Pastorsdorf, ole ole, aktiver Widerstand. AKWs in keinem Land, AKWs am AD, Pastorsdorf, ole ole, aktiver Widerstand. Endlager Kanzler. Ich weiß nicht, wie das Mikrofon ist. AKWSA, AD, Wachstumsdorf, ole ole, aktiver Widerstand. AKWs in keinem Land, AKWSA, AD, Wachstumsdorf, ole ole, aktiver Widerstand. So, vielen Dank an die Gruppe Auftakt für diesen schönen Zwischentitel. Wir haben inzwischen gelernt, dass wir hier brüllen müssen. Wir versuchen es so weiterzumachen. Für alle, die zu wenig gehört haben, die Rede von Herrn Michi Zucki wird im Internet auf unserer Homepage gestellt. Das heißt, Sie können sie nachschauen. Hören wahrscheinlich nicht, aber nachschauen. Ich freue mich, die nächste Rednerin anzukennen. Ich kündige, viele kennen sie, Frau Dr. Brigitte Dahlbender. Sprechen Sie laut! Ich gebe mir alle Mühe, bin ich so verständlich? Okay, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie hier alle zu unserer Demonstration. Zu unserer Demonstration für Abschalten sofort und Energiewende jetzt.
müssen. Wir wollen diesen Atomausstieg sofort. Wir wollen, dass der Atomausstieg unumkehrbar wird. Und deshalb demonstrieren wir auch hier vor dem Atomreaktor, der als letzter abgeschaltet werden soll. Und wollen das Signal geben. Erstens, das ist unverantwortbar. Und zweitens, wir werden nicht wieder schlafen. Wir werden nicht nachlassen in unserem Engagement gegen die Atomenergie und für die Energiewende. Und das sollte Landes- und Bundesregierung heute mitgegeben werden auf dem Weg. Ist dezentral, ist sicher und ist zukunftssicher und nicht die Atomenergienutzung. Und die Atomlobby schläft nicht. Die Atomlobby arbeitet schon jetzt wieder zielgerichtet an einer Renaissance der Atomenergienutzung. Industrie und Politik reden nämlich nicht über die Chancen für die Energiewende. Schon jetzt faseln sie wieder von mangelnder Versorgungssicherheit, Kostenexplosion und Gefährdung von Arbeitsplätzen. Und das ist ein gezieltes Argumentieren gegen die Energiewende. Und das sollte uns Warnung sein und uns auffordern, nicht nachzulassen. Wir demonstrieren weiter. Die Energiewende ist die Zukunftssicherung für Deutschland. Sie wird langfristig Zugang zur Energie ermöglichen und zu vertretbaren Preisen. Sie sichert die Zukunft unserer Kinder, sie sichert Arbeitsplätze und sie ist für unsere Sicherheit jetzt. Und das lassen wir uns nicht nehmen und dafür treten wir ein. Wiederpropaganda für die Atomenergienutzung fest. Nur drei Beispiele. Erstens die gezielte Angstmacherei mit der Stromlücke. Und wir halten dem entgegen, dies ist noch unwahr. Selbst in der Kälteperiode im Februar hatten wir so viel Strom, dass wir Atomstrom nach Frankreich verkaufen konnten. Und es gibt dafür nur einen Grund, weil die Kilowattstunde weit über 1 Euro kostete. Und deshalb haben wir keine Stromlücke, sondern ein Streben nach weiterer Gewinnmaximierung für die Stromkonzerne. Und das ist unverantwortlich. Es wird gesagt, die Energiewende sei zu teuer. Dann könnten wir uns den Strom nicht mehr leisten. Dabei werfen die Atomkraftwerke hohe private Gewinne ab, auch immer noch, auch wenn es knapper wird, können aber dabei maßlosen öffentlichen Schaden anrichten, den wir alle zu tragen haben. Führen wir uns noch mal eine einzige Zahl vor Augen. Die maximale Versicherung eines AKWs im Schadensfall beträgt 2,5 Milliarden Euro. Mehr übernehmen die Versicherungen. Der Super-GAU nur eines AKWs kostet aber 5.000 Milliarden Euro. Das heißt, es entsteht eine nicht gedeckte Schadenssumme von 4.997,5 Milliarden Euro. Und diese Kosten zahlen wir und nicht die Stromkonzerne. Denn wenn wir es auf den Strompreis umlegen, dann würde allein die ungedeckte Schadenssumme 2,5 Euro pro Kilowattstunde Strom verursachen. Und was ist dann der teure Strom? Der Atomstrom und nicht die erneuerbaren Energien. Und nicht die Energiewende. Ich nenne das bewusste Täuschung der Bevölkerung. Denn Ziel ist schon jetzt, die Atomdemokratie von Angela Merkel arbeitet bereits wieder am Scheitern der Energiewende. Und deshalb stehen wir hier und deshalb fordern wir Abschalten jetzt und Energiewende jetzt. Abschalten! 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 Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Der Ausbau erneuerbaren Energien, das hat die jüngste Entwicklung
Entwicklung gezeigt, wird systematisch behindert. Die kurzfristigen, drastischen Kürzungen bei der Förderung der Photovoltaik haben nur eins zum Anlass, die mittelständischen Energieproduzenten in die Knie zu zwingen und den Stromkonzernen ihre Großwindanlagen rentabler zu machen. Es ist ein gezielter Angriff auf die dezentrale Energieversorgung und das lassen wir uns nicht bieten und dafür, auch dafür stehen wir hier. Und wiederum ein starkes Signal für den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn dezentral bedeutet Versorgungsautarkie, Versorgungssicherheit, weniger Netzausbau, weniger Umweltzerstörung und die eigentliche Zukunftssicherung im Zugang zu Energie für uns und für unser Land. Und die Politik spricht wieder einmal die Sprache der Stromkonzerne. Ich sage nicht umsonst, dass wir eine Atomdemokratie haben, denn das wird eindeutig von der Bundesregierung, vor allen Dingen auch von der FDP und ihren Ministern, die nichts begriffen und nichts gelernt haben aus Fukushima, signalisiert. Und wenn sie es von alleine nicht begreifen, dann helfen wir ihnen auf die Beine. Angela Merkel nach ihrem beharrten beginnenden Atomausstieg. Sie hat stark angefangen und ebenso stark nachgelassen. Aber was will man auch von einer Bundeskanzlerin erwarten, die jetzt belegt wurde durch aufgefundene Akten, die als Umweltministerin in unverantwortlicher Weise die Erkundung von Gorleben auf ein Minimum reduziert hat, weil die Atomkonzerne Druck gemacht haben, eine weitreichende, ehrliche und offene Erkundung sei zu teuer. Und das hat sie zu verantworten als Umweltministerin. Was will man von einer solchen Bundeskanzlerin erwarten? Und damit müssen wir sie stellen und damit müssen wir sie auch zur Rede stellen und sagen, und wir fordern von ihr, dass sie eine Energiewendekanzlerin wird. Das ist unsere Botschaft an sie. Nicht vertrauen. Wir können überhaupt der Politik in Berlin zurzeit nicht vertrauen. Die Beispiele zeigen, dass sie nicht konsequent an der Energiewende arbeiten. 1999 nach dem ersten Atomausstiegsgesetz wurde das EEG eingeführt und hat einen beispiellosen Ausbau der erneuerbaren Energien vorangebracht. Aber auch schon damals wurde eines sträflich vernachlässigt, den Ausbau der Energieeffizienz und massive Energieeinsparprogramme. Und ich sage Ihnen, das passiert uns jetzt nach dem zweiten Atomausstiegsgesetz nicht wieder. Wir werden nicht wieder nachlassen. Und wir sagen schon jetzt an die Regierungen, an alle Landesregierungen und die Bundesregierung, wir fordern den massiven Ausbau der Energieeffizienz und massive Energieeinsparprogramme, denn ohne das wird die Energiewende nicht gelingen. Und hier schlaft ihr und wir werden euch Beine machen, dass das nicht passiert. Unsere Landesregierung auch. Ihr habt vieles schon in Bewegung gesetzt, aber es fehlt ein Konzept für die Energieeffizienz. Wir brauchen den massiven Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Wir brauchen Förderprogramme für Energieeinsparungen. Wir brauchen Kennzeichenüberprüfungen. Wir brauchen Top-Runner-Programme. Und wir brauchen massive Programme, Abwrackprämien für alte Kühlschränke und Geräte und für die Standby-Schaltungen, so wie sie es auch früher schon mal gegeben hat. Nur so kriegen wir die Energiewende hin. Und das erwarten wir. Und darauf werden wir in den nächsten Wochen, Monaten.